Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Adagami. Jo, wir machen gleich frisch fröhlich weiter. Es läuft gerade gut. Ich bin sehr zufrieden. Es läuft wirklich gut. Der eine Bogenschütz da oben, der geht mir noch auf... Oh, und den Kerl da drüben, stimmt. Den habe ich auch total vergessen. Kann ich ihn... Aha, bin zu weit weg. Richtig. Für den bin ich zu weit weg. Muss ich mal kurz da weg. Husch, husch, husch. Lass probieren. Der Bogenschütz ist halt Kaka. Und von hier... Ja, bin ich auch noch zu weit weg. Okay. Dann muss ich hier rüber. Irgendwie. Gibt's hier Schatten? Nur das Bäumchen hier, ne? Da gibt's Schatten. Wo verstecke ich mich dann? Da oben? Da oben vielleicht. Da oben vielleicht. Was? Das war's. Sehr gut. Der hat's überstanden. Weg mit ihm. Sehr, sehr gut. Aber nach wie vor bereitet mir Herr Bogenschütze Kopfschmerzen. Der Gradler geht mir richtig auf den Keks, aber der muss auch weg. Nur wie am besten? Da ist hier überall Licht. Überall das Licht ist hier. Es ist überall das Licht. Ich muss warten, bis er da drüben steht und dann muss ich meine Chance nutzen. Und schnell darüber. Oje, oje, oje. Lauf, 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 lauf. Oje. Hoch. Hier hin. Warten. Scheiße. 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 Scheiße, scheiße, scheiße. Ist er weg? Ich Trottel. Der ist echt schwer. Obwohl, man kann rauf. Na bitte, dann ist es eh schon einfacher. Ist hier unten auch jemand? Ich glaube nicht. Eine Rolle Schrift vielleicht? Was ist denn das? Ein Kerker? Wahrscheinlich. So. Weg mit dir. Sehr gut. Weg. Komm, geht schon. So, ja. Sehr, sehr gut. Das lief gut. Aber keine Schriftrolle da oben auch nicht? Das wäre ein gutes Versteck gewesen. Vor allem das Haus da drüben. Vor allem hier. Na, da ist sich nichts. Ich sehe nichts. So. Wow. So weit waren wir noch nie. So. Lauf, lauf, lauf. Jetzt müssen wir da mal Ruhe haben. Nein, nicht ganz. Im Haus drin sind noch welche, ne? Da drüben. Die Gradler hier im Haus. So. Na, die haben wir ja. Ich depp. Die haben wir ja. Aber den davor noch nicht. Der kann nochmal so. Wow, schleichen. Den können wir nochmal so umhauen. Und weg mit dir. Sehr gut. Den können wir leider eh nicht verstecken. Jetzt müssen wir es schon mal geschafft haben. Hui! Super.
husch, 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 husch. Langsam. So, jetzt sind wir da, ne? Da vorne ist jemand. Wir müssen da uns jetzt wirklich... Ich muss mich da jetzt echt zusammenreißen. Schriftrolle. Weg mit dir. Und in die Schatten. Sehr gut. Eine Schriftrolle. Die brauchen wir. Supi. Haben wir schon wieder eine. Okay, da geht's rauf. Ach, da ist dunkel. Sehen tust du gar nichts. Echt. Schlimm sowas. Ein Schrein. Ich bin verliebt. Oh, die Kugel. Ist da wohl kein Gradler? Schaut nicht so aus. Hat's gerade gespeichert? Hat's gerade gespeichert? Boah, es wäre so schön. Aber zuerst noch den Schrein aktivieren. Unbedingt. Dann können wir hier nämlich immer zurückkehren, wenn uns die Kugeln ausgehen. Also am Rücken halt. Die Kugeln da, die Scheiben. Die Zugbrücke runterlassen. Wie denn? Wo denn? Da braucht man doch eine Winde, oder? Für sowas. Gibt's da das? Darüber wahrscheinlich dann, ne? Ich gehe mal runter. Wow, es hat gespeichert. Ich bin so froh, es hat gespeichert. Es ist so schön, es hat gespeichert. Hä? Ach nö. Jetzt sag nicht im Ernst. Ihr habt das gewusst, ne? Kann man da rein? Ja. Mhm. Ach so. Ja. Freilich. War eh klar, ne? Ich denke mal, dass da oben diese scheiß Dreckswinde ist. Und wir hüpfen da jetzt einfach mal hoch. Ich hoffe, ich habe alle Gegner erwischt. Da ganz oben waren wir noch nicht, ne? Konnte man hier auch rauf? Ah, schaut schon aus, ne? Warte, warte. Bevor wir das machen, ich laufe nochmal rüber. Das ist mir nicht ganz geheuer. Kann ich hier gleich hoch? Nein. Natürlich nicht. Ich laufe jetzt hoch. So, da kann nochmal eh nichts mehr passieren. Jetzt ist da hinten, ist da was? Verstehst du? Da ist was, da ist was. Na du, da. Da konnte man nochmal hoch. Ich muss das anschauen. Irgendwie. Doch nicht. Ach so. Da hat nämlich gerade irgendwas. Nicht, dass hier noch eine Schriftrolle ist, ne? Na. Da ist nichts. Da hat nur das hier geleuchtet. Als Mondlicht wahrscheinlich. Hüpfen kann man nicht, ne? Nein. Dann gehen wir wieder runter. Das wollte ich noch kontrollieren. Ich bin nämlich so ein Schussel und übersehe gewisse Sachen. Ich will ja nicht alles übersehen. Das ist ja unglaublich, ist das. Halt, muss ich jetzt raus? Da, ich gehe gleich hier wieder raus. Das ist ja unglaublich, ist das echt. Kann man da raus? Es ist halt echt. Ja. Ja. Das muss man halt wissen. So, dann machen wir das mal, ne? Haben wir hier auch was? Na, das war schon das. Okay. So, und jetzt? Einfach wieder darunter, ne? Fertig. Und du, Tür? Die Tür noch aufmachen irgendwie, ne?
Wie kriegen wir die Tür auf? Einfach nur nochmal hinlaufen und öffnen vielleicht? Na, ne? Das wäre wieder zu einfach. Hoch vielleicht? Ach so, ich weiß schon. Wir hätten runterspringen müssen. Na, geht ja auch nicht. Hm? Aha. Warte. Husch. Na, was tue ich denn? Ich brenne nur da durch. Ich bin so dämlich. Ach, vergesst es. Ich bin gerade mit den Gedanken wieder mal nicht bei der Sache. Man merkt's. So, schleich, schleich. Hier vielleicht mal rauf. Ich kann mir auch vorstellen, dass bei solchen Dächern, dass da mal irgendwo was gelegen sein könnte. Oder auch dahinter oder seitlich. Aber es schaut irgendwie gut aus. Irgendwie ist da, glaube ich, gerade nichts. Da drüben vielleicht noch schauen. Wie hier was auffällt. Schaut nicht so aus. Was? Oh, fertig. Wow, wir haben das Kapitel, glaube ich, geschafft. Rang S? Schau. Wie, alle Bedrohungen? Da hat noch jemand gelebt? Oh, oh. Aber Rang S, meine Lieben. Da hat es noch 4 Leute gegeben. Wo wären die denn gewesen? Ein Sammelobjekt nicht gefunden. Hä? Echt? Aber Rang S, boah, das, also das, warte mal, das lasse ich mir jetzt mal auf der Zunge zergehen. Wahrscheinlich gibt es Rang S Plus auch noch, ne? Ja, dann würde ich sagen, weiter. Ich will zuerst mal durchspielen, ne? Wenn's, ja, ganz ehrlich, wenn's passen sollte, wenn's euch auch recht ist, wenn's nicht anders geht, wie auch immer, können wir es ja nochmal durchzocken, ne? Und dann probiere ich es auf, ob es klappen täte tut. So. Gut. Boah, was? Aragami, Neuigkeiten von Kuroso. Wir haben den Sansen-Suisee beinahe erreicht. Und ich habe mich fertig gelesen. Es heißt, dass schon vor Ewigkeiten die Bauern dieses Landes hier ihre Götter um Regen angefleht haben. Die Kaiho lieben es scheinbar, heilige Orte zu entweihen. Wo war Kuroso? Ich habe ihn gar nicht gesehen. In dieser Form habe ich eine telepathische Verbindung zu ihm. Hast du dich noch nicht gefragt, wie meine Erscheinung ohne Lungen mit dir sprechen kann? Schon verstanden. Ich dachte, man redet mit dem Mund. Naja, dann halt mit der Lunge. Ich habe immer schon gewusst. Dann heißt das ja eigentlich nicht großes Maul, ne, was man immer hat, sondern große Lungenflügel. Ja, so entstehen dann Missverständnisse. So, ich habe keine Ahnung, wohin. Ich sehe nur wieder Bogenschützen. Da kommt ein Gratler. Da oben ist ein Bogenschütze. Boah, bin ich Banane? Ja, ja. Oh, der kommt da wieder her. Mhm. Jetzt wäre es gut, wenn du abhaust, Herr Bogenschütz. Das hier wird dauern. Ich fürchte, das hier wird dauern. Der muss weg. Und zwar schnell. Passt, und wir müssen uns verstecken wieder. So. Vielleicht auch mal hier. Mal schauen, haben wir hier irgendwas? Geht's hier auch wieder rauf? Tatsächlich. Hier können wir uns auch recht gut verstecken. Und haben auch ein bisschen einen Überblick. Oioioi. Ich dachte, der Baumstumpf mit dem Spielernetz wäre etwas Besonderes. Hoch. Sofort weg mit der Kugel. Und du bist auch weg. Wow. Halleluja, Maracuja. Das war knapp, meine Lieben.
unten ist auch ein Geradler. Da drüben ist wieder ein Bogenschütz. Da ist wieder ein Fuchs. Tempel. Kapelle. Keine Ahnung, wie man dazu sagen soll. Kann man hier auch hoch? Jupp. Aber vielleicht besser nicht so. Jetzt kommt hier gerade der Depp. Das geht? Geil! Tödliches Klettern. Wow, ist das cool. Wow, ist das cool. Das habe ich auch noch nie ausprobiert. Oh. Halt, Licht. Warum Licht? Ich bin nicht in einem Licht. Wow, ist das cool. Ich will da runter. Wow, ist das cool. Habe ich schon gesagt, dass das cool ist? Der Kerl da wird auch vielleicht eventuell ein kleines Problemchen. Kommt er wieder her? Noch nicht. Gut, dann müssen wir warten. Oh, jojo. Ja, wenn er da ist, ist sicher auch nicht so klasse, ne? Jetzt geht da drüben ein Gradler. Ja, vielleicht geht es aus. Tschüss. Und pff. So, ist gut. Verschwindibus. Das F steht übrigens für Verschwindibus, falls jemand fragt. Du müsstest nochmal sich auch noch aus. Oh je, Licht. Oh, Licht. F, 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 F. Zu spät. Nochmal machen. Ja. Zu spät. Nochmal. Haben wir eh einen Checkpoint. Boah. Ja. Falsch gemacht. Falsch, falsch, falsch. Falsch gemacht, du Trottel. Zocki, du Depp, hast das falsch gemacht. So, nochmal. Neuigkeiten von Großer. Wir haben den Sansen Kozu Sebana erreicht. Dort befindet sich der nächste Talisman. Ah, das war das. Den wollte ich noch mal lesen. Ein Talisman beim See. Okay. Okidoki. Es wäre gut, wieder hier hochzukommen. Der muss weg. Passt. Jetzt ist schon besser. Jetzt ist schon viel, viel besser. Komm nur, du Gradler. Jetzt. Scheiße. 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 Mist. Scheiße. Zu schnell gewesen. Nochmal. Ja, ich Depp. Ich hätte mich gleich raufporten sollen zu dem Idioten und dann niedermeucheln und dann wäre es gut gewesen. Aber das habe ich nicht gemacht, tun. Nein, das habe ich nicht gemacht. Nein, das habe ich nicht gemacht. Das habe ich nicht gemacht. Warten, warten, den ganzen Tag nur warten. Ach, wie ist das schön. Warten. Halt, was? Wie? Wie ist denn das jetzt möglich? Ich habe nichts gemacht. Ich war in den Schatten. Du Sau. Wer hat dir denn gesagt, dass du mich sehen darfst? Das ist wieder typisch, ne? So. Dann bleiben wir jetzt da. Ah, jo. Oh, jo. Schau, jo. Schau, jo, jo. Ist der Trottel weg? So. Wow. Wieder mal schon schnell. Ab mit dir in die Schatten. Und
wir gehen auch in die Schatten. Hui. Hui. Hi. Ich mag das. Ich mag das. Das ist so cool. Ich bin so doof, dass sie die gleich machen können. Die ganze Zeit über. Coole Morde. Bitte was? Ja. Da auch. Das machen wir gleich nochmal. Komm da her, du Gradler. Ja, wo ist er denn? Und ab in die Schatten. Ist es noch ausgegangen? Hat mich jemand gesehen? Da war gerade ein Fragezeichen. Warum? Wieso? Da drüben. Den können wir gleich mit ermorden. Sehr gut. Supi war das. Supi, supi, supi. Ich mag die Fähigkeit. Ich mag diese Fähigkeit. Habe ich schon gesagt, dass ich die Fähigkeit mag. Wer war das eigentlich? Aha, der, was da so herumgelaufen ist, ne? So, wusch. Wir verstecken uns da mal. Mei, ist das cool. Mei, das ist so cool. La, la, la. Ach, ist das cool. La, li, la. La, li, la. Scheißendreck. Husch. Okay, das heißt warten. So, hoch da. Dahin. Wir werden ihn da ermorden. Ist besser, glaube ich. Ah. Oh, husch. Und zack. Weg, 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 weg. F, 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 F. Mach, 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 mach. Jesus, na. Bitte lass mich rauf, bitte lass mich rauf, bitte lass mich rauf. Alter. Ist es nur einer? Oder sind es zwei? Scheiße, Licht. Ja, ja, geh du nur wieder. Alles gut. Wobei? Was habe ich gemacht? Gehört. Wow, war das jetzt Glück. So. Wo verstecken wir uns? Ich würde sagen. So mal. Oder so. Tschüss. Sehr gut. Wow. Was? Bei den Deppen wäre wieder eine Falle gut. Ich würde sagen, hier. Hingehauen? Scheiße. Das ist jetzt nicht der Ernst. Nach minus 500 Punkte will ich sicher nicht haben. Ach, geleck mich doch am Buckel, ey. Du Mistviech, du Dreckigs. Das war halt aber schön. Eigentlich. Ursprünglich. Wäre es gewesen. So eine Sau. Echt.
Mann, ist das fies. Das ist so fies. Das ist so fies. Das ist so fies. Unglaublich fies. Oh ja. Fies. Ja. Das ist so fies. Oh ja. Wahrscheinlich sieht mich der Grattler jetzt auch wieder. Weil er ist fies. Denn er ist ein Grattler. Und hat mich gesehen. Diese dreckige Mamba. La 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 la. Was rede ich da? Das ist ja wurscht. Es ist ein Chaos. Mit diesen Leuten. Wusch. Wusch. Da. Es ist ein Chaos. Mit diesen Grattlern. Ich krieg ein Schirchen. Na, Glühwürmchen. Alles gut? Ich muss warten, bis er umdreht. Jetzt. Und tschüss. Ist das zu früh gewesen? Na, ich glaube, das war gerade noch richtig. Schnell weg. Und schnell. Passt. Gut. Sehr, sehr gut. Und weg mit dem Klumpert. Schwing. Gut. Jetzt können wir weiter meucheln. Schwupp. Schwupp. Ich habe natürlich wieder mal meine Power-Attacke vergessen. Die hier. Wing. Und versteck dich. Super. Na, wenigstens das kriege ich schon mal hin. Schwing. Jetzt bist du dran, du Gratler. So, normalerweise dürfte mir da nichts passieren. Werden wir gleich sehen. Wahrscheinlich passiert mir doch was. Ich gehe lieber noch ein bisschen zurück. Da ins Winkel. Boah. Sicher ist sicher, heißt es immer. Und schwing. So. Und entsorgen. Sehr, sehr gut. Dahin kommt noch, geht noch so ein Gratler spazieren. Das wäre echt schön, da drüben eine Falle machen, ne? Und alle weg. Puh. Einfach so weg. So. So. Wir werden hier wieder unsere Glocken läuten lassen. Bitte was? So. Kommt eh nur einer, ne? Schaut gut aus. So. Das war's mit dir. Ab mit dir in die Schatten. So ist fein. Ich habe keine Ahnung, ob das hier wirkt. So, ich müsste es mal ausprobieren. Hier eine Falle aufzustellen. Dann. Okay, weg. Hat sie ihn gehauen? Alle drei weg? Ah, ich mag die Fähigkeit. Alle drei Gratler ausradiert. So ist schön. Ich glaube, jetzt haben wir Ruhe, ne? Können wir noch schnell schauen, ob hier noch irgendjemand überlebt hat. Beziehungsweise, ob es hier nicht irgendwelche Schriftröllchen für uns gibt. So wie der richtig miese, fiese, versteckte. Ich will da nicht runter. Langsam. Nicht, dass hier irgendwo Wasser ist, dann bin ich wieder des Todes. Und jetzt haben wir gerade so schön... Jetzt haben wir das gerade so schön hinbekommen. Da nach hinten, da darf man. Okay. Da darf man hin. Das könnte ja schon wieder ein typisches Versteckchen sein, aber da ist nichts. Na klar, wer legt denn auch eine Schriftrolle hinter einem Bambuswald? Wer würde denn sowas machen? Das wird nur mir einfallen, weil ich ja ein Genie bin. Ja. Nö, so einfach finden wir hier die Schriftrollen dann wohl doch wieder nicht. Das war so klar hier. So. Wie konnte ich nur vorher vier Gegner übersehen? Vier? Die müssen irgendwo... Was?
Die müssen irgendwo anders versteckt gewesen sein. Das gibt es ja sonst nicht anders. Jetzt habe ich gedacht, da ist eine. Ah, da ist nur Wasser. Vor dem ich mich wieder in Acht nehmen muss. Weil ich geschickt bin. Ich habe eine. Ich bin so blind. Servus, Frau, Herr Schriftrolle. Wir haben wieder zwei. Die Schriftrolle wird auch gleich gespeichert. Das ist schön. Und wir können auch mal schauen. Da war es, glaube ich. Ja, können wir denn was Neues lernen? Eigentlich schon. Was haben wir denn da? Verleiht Aragami kurzzeitige Unsichtbarkeit. Das wäre nicht schlecht. Welche Taste? Also das kriegen wir dann erst. Ne? Was haben wir da? Enthülle nahe Feinde durch Wände und undurchsichtige Oberflächen. Das wäre halt auch nicht schlecht. Wirf eine Welle aus Schatten vor dich, um eine Gruppe von Feinden vor dir zu blenden. Da wären echt mehr echt coole Sachen dabei, ne? Die wäre echt schon gern für das da. Und dann das da als nächstes. Ich will das da haben. Kurosuna. Wirf mit E eine Welle aus Schatten vor dich. Alle Feinde, die von der Welle getroffen werden, sind einige Sekunden lang betäubt. Danke. Zurück. Da kann man, ja, gespeichert. Da kann man dann, wie war das noch schnell? Mit dem Mausrad, ne, konnte man das ändern. Sakaku. Was war das? Na, ich will dabei noch die Schienen behalten, die Falle. Die Schienen, ja. Für unsere gebrochene Hand. Na, Spaß. So, jetzt sind wir da. Super, alles voll mit Wasser, aber die leben schon schön, ne? Die Japaner, die Chinesen, eigentlich, die leben schon schön. Ja, und was mache ich jetzt? Ich denke, wir müssen oben rein, ne? Tap, 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 tap. Da kann man sicher irgendwie oben rein. Tap, tap, tap. Yep, so ist es. Schau mal. Und durchschleichen einfach. Dann klappt das schon. Servus, grüß euch, hallo, schönen Tag noch. Ich glaube, das ist Yamiko, die hier herumglüht. Deaktiviere die Lichtbarrieren. Jo, machen wir gleich. Als erst muss ich mal schauen, ob es hier Gegner gibt, ne? Sonst bin ich des Todes. Safe Point. Ja, ein Safe Point. Mei, bin ich glücklich. Soll mal in die Ecke stellen? Ja, ja, da haben wir schon so einen Gradler. Mehrere Gradler. Mehrere Gradler. Noch habe ich keinen Schrein entdeckt. Oh. Mhm. Okay. Okay. Ich probiere es einfach mal. Und dann verließen die Menschen diese Gegend und reisten nach Kuyuyu. Vorher verehrten sie einen Wassergott. Sein Name, weiß ich nicht. Wen interessiert's? Der einzige Gottheit, mit der die mich kümmert, ist die Schattenkaiserin. Angeblich irgendwas. Bist du eigentlich völlig schwachsinnig? Weißt du nicht, warum wir das alles tun? Sie ist ein Ungeheuer. Sie hat tausende Menschen auf dem Gewissen. Selbst unsere Anführer konnten sie nicht besiegen. Und ich bin noch nicht fertig geworden. Die sind so schnell. Was hat das mit Schönheit zu tun? Wenn ich Hauptmann Hikaru frage, bekomme ich vielleicht einen anderen Posten und kann den... Alter, mit dir stimmt was nicht. Ja, mit mir auch nicht. Und mit eurer... Alter, die sind so schnell, die Japaner. Die sind so schnell. Japaner, Chinesen. Wow, da kommen sie. Sie kommen. Sie kommen. Jetzt kann ich den eigentlich zuerst, ne? Oder? Wegmachen. Vielleicht? Oh, den konnte ich gut wegmachen. Schnell, 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 schnell. Wow, das lief jetzt gut. Das lief scheiße. Aber jetzt können wir das nochmal mit anhören, ne? Das ist ja auch nicht verkehrt. So, zuerst aber den ausschalten. Und dann probiere ich das letzte, was mir gefällt, noch zu lesen.
Und dann verließen die Menschen die Gegend und reisten nach dem vorher verehrten Silvassergott. Sein Name liegt mir auf der Zunge. Okay. So, wen interessiert es? Die einzige Gottheit, die mich kümmert, ist die Schattenkaiserin. Angeblich ist sie wunderschön. Ja, das ist meistens so, wenn man böse ist. Bist du eigentlich völlig schwachsinnig? Weißt du nicht, warum wir das alles tun? Sie ist ein Ungeheuer. Sie hat tausende Menschen auf dem Gewissen. Selbst unsere Anführer konnten sie nicht besiegen. Sie haben es gerade so geschafft, sie einzufangen. Moment, was? Was hat das mit Schönheit zu tun? Wenn ich Hauptmann Hikaru frage, bekomme ich vielleicht den einen anderen Posten und kann den Tempel besuchen. Vielleicht sehe ich sie da. Mit dir stimmt was nicht. Warte. Stopp. Schattenkaiserin? Damit ist aber nicht Yamiko gemeint, oder? Yumiko. Entschuldigung. Unser Mädel da, ne? Die Weiße. Das ist jetzt aber nicht... Oh Scheiße, jetzt habe ich wieder einen Blödsinn gemacht. Ich hätte ihn zuerst ausschalten müssen. Ich bin so doof. Ach, Kacke. Hä? Jetzt geht er wieder zurück. Ob das so gut ist, was ich da jetzt mache? Weg schnell. Geht sie nicht mehr aus. Kann sie nicht mehr ausgehen. War klar. Sag bloß. Unser Mädel da ist in Wirklichkeit die Schatten. Halt, falsche Richtung. Die Schattenkaiserin. Boah, das wird jetzt echt. Es wird manches erklären, aber das glaube ich jetzt nicht. Wir werden es nicht haben. So, du bist jetzt mal weg, wie immer. Die zwei Deppen müssen reden. Es tut mir sehr leid. Das könnte uns aber die Möglichkeit verschaffen, den da oben noch vorher zuerst umzuhauen. Aber da ist Licht überall, ne? Was mache ich denn da? Ich bin auch betrunken. Vielleicht, wenn er sich jetzt umdreht. Das war alles Taktik. Das war alles Plan. Jawohl. Und tschüss. Das war alles Taktik. Natürlich. Was habt ihr denn gedacht? So. Schmiedibus. Mit dir stimmt was nicht. Jawohl. Jetzt sind sie fertig mit dem Schwafeln. Der eine geht nach unten. Der eine bleibt, glaube ich, hier. Hey! Jetzt hat die Leertaste nicht gegriffen. Kannst du dir das vorstellen? So, weg mit dir. Du kommst hier hin. Wow, ey. Und der Gradle ist jetzt als nächstes dran. Dann haben wir hier schon mal Ruhe. So. Die Nase juckt. So, jetzt aber. So. Und ab mit in die Schatten. Bravo. Das haben wir ja schon mal. Der neunschwänzige Fuchsgeist. Ob sie... Ob Yumiko... Yumiko hieß sie, ne? Yamiko oder Yumiko? Ist ja wurscht. Ob sie der Neunschwanz ist? Das würde erklären, warum sie solche Mächte hat. Das würde auch erklären, warum sie eingesperrt ist. Denn Neunschwanz will man nicht frei rumlaufen lassen. Ich weiß, das werden sich gerade bewässern, aber das sagt man so. Schaut mal Naruto. Oh, ein Licht. Ja, das machen wir doch gern kaputt. Halt. Was ist da? Oh, speichern mit Filmchen. Aha. Kapitel 5. Der große See. Wow. Was ist denn das? Ich glaube, das ist wichtig. Sie haben ihn auf den... Ah, der Talisman. Sie haben ihn auf den Toru... Tori im See abgelegt. Ein guter Platz. Das muss man ihn lassen. Wir werden einen kleinen Umweg machen müssen. Los geht's. Warte mal, Yamiko. Yamiko, Entschuldigung. Ja? Ich habe nachgedacht. Was passiert, wenn ich dich gerettet habe? Wenn du mich befreist, wird auch die Kaiserin frei sein.
die Schattenkaiserin. Sie wird ihren General in Windeseile vernichten. Verlass dich darauf. Diese Barbaren sind nicht besonders klug. Sie brauchen ständig jemanden, der ihnen sagt, was zu tun ist. Ohne den Kaiho-General wird sich das Blatt endlich zugunsten unseres Volkes wenden. Nein, ich meine, was passiert dann mit mir? Oh, du hast mich beschworen, um dich und deine Leute zu retten. Aber was passiert, wenn ich die Aufgabe erledigt habe? Verschwinde ich dann einfach? Um ehrlich zu sein, darüber habe ich nie nachgedacht. Die alten Bücher haben kein Wort über dein Schicksal verloren, nur über das Sonnenlicht. Einen Aragami aus dem Reich des Irdischen befreien. Was? Nur dass das Sonnenlicht einen Aragami aus dem Reich des Irdischen befreien. Natürlich ja, wenn man das Licht retten. Ne? Keine Sorge, die Legenden haben nichts Schlimmes vorhergesagt. Ich lasse mir was einfallen. Immerhin habe ich dich ja beschworen, stimmt's? Stimmt, entschuldige. Alles wird gut, versprochen. Du musst dich konzentrieren, Aragami. Das Schicksal meines Volkes hängt davon ab. Ich bin konzentriert. Ja, meistens. Die Figur schon, ich nicht. Boah, ich habe Überlänge gemacht. Oh, schier Überlänge. Entschuldigung, voll übersehen. Das Spiel fesselt. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder. Ich höre sofort auf. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wann auch immer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.